So, Hallihallöchen, Hansen, bitte, willkommen zurück zu Let's Play Yooka-Laylee. Wenn Ex-Page wollen, ja ein bisschen Ende vor kurzer bevor Zeitler laufen. Ich finde, das ist ganz okay, außer dass wir viel mit unserer Zunge arbeiten müssen. Wir machen's. Nicht vergessen, nicht runterfallen und so Zeug. So. Und durch. Da ist der nächste. Durch. Oh, Gegner. Jawohl. Oh, das dreht sich. Okay. Feuer! Super! Au! Oh, gut getimed. Okay, auch hier ist... Aua, egal. 21 Sekunden, das... Was? Da hoch. Das ist genug weiter. Und hoch und... Nein! Oh, voll versagt. Wo ist denn... Da hinten ist der Kürbis. Oh Gott, kommen wir da hoch irgendwo? Au. Hat sie irgendwo einen Safe-Spot, wo wir... Okay, hier. Und dann aufs Rohr. Und zurück. Na, klasse. Feuer und alles. Ja, komm, mach mal. Hast du Lust? Ja, am besten nicht ausschalten, während speichert. Okay, bist dabei? Jo. Nicht vergessen. Irgendwas. Nein! Ich hab's jetzt schon verkackt. Man darf nicht zum dritten Mal Leertaste drücken. Okay, nochmal. Aua. So, hoch. Nochmal zurück. Nochmal die vier unnötigen Dialogoptionen mit dem lieben Kürbis durchgehen. Okay. Ja, wenn... aus dem Excel nicht mal, ja. Bist du dabei? Okay, nicht vergessen. Ah, wir kommen auch so schon durch. Oh, und ich dachte jetzt, man muss da echt schon näher ranspringen. Aber man kommt ja so schon ganz gut durch. Okay. Ach komm, das einmal Feuer. Oh, können wir ertragen. Die Gegner können wir gut ignorieren. So. Okay. Au. Nein, ein Leben noch. Okay, jetzt. Wo ist denn das? Was, da müssen wir noch was ziehen. Okay. Gemein. Irgendwas pfeift hier. Was? Das kriegen wir doch. Oh, war das knapp. Oh. Also, das war zeitlich echt knapp. Da hätten die uns 5 Sekunden mehr geben können. Oh Gott. Da oben liegt der Energiestrecker da hinten. Den holen wir. Komm, den holen wir. Mit einem Leben. So, da drauf, dann hier drauf. Mhm. Kommen wir so normal drauf? Ja. Ja, Energiestrecker, ich höre dich. Kommen wir... Ne, das reicht. Na? Wenn wir hier starten... Nein! Ja, Arschbombe, genau. Okay, warte. Ne, da kommen wir nicht hoch, da müssen wir fliegen. Nee. Das wird nichts. Oder? Kommen wir da nochmal auf den Ast? Keine Ahnung. Und dann? Kommen wir... So kommen wir... Doch, wir kommen hoch. Haha. Yeah, mehr Energie, wollte ich sagen. So. Da unten hat es noch Sachen. Hier hat's Gegner. Au. Ja, das passiert, wenn man nicht angreift. Das war Absicht. Ich wollte nur schneller nach unten. Ah! Mhm. Oh. Gut, haut ab. Da hinten wäre das große Gebäude. Da will ich aber immer noch nicht rein. Was können wir denn noch Schönes machen? Es gab doch hinten noch irgendwo noch mehr Baumstämme. Dann will ich die zuerst machen. Freck. Oh. Jetzt dürfen wir ganz weit zurücklaufen. Na, klasse. Mit den tollen Seerosenblättern. Au. Ja, und wie war euer Tag so? Habt ihr auch ein paar Augen vermöbelt?
wird rutschig. So, wo waren denn jetzt die anderen Baumstämmchen? Waren die rechts oder links? Ich glaube links. Links? Rechts? Ich weiß es doch nicht. Helft mir doch mal. Gehen wir erstmal eine höher gelegene Position. Da können wir uns besser umschauen. Oder waren die da hinten? Da war der Einkaufswagen, Olli. Da ist Wally. Da ist der normale Pfad. Wo war denn das mit den mehr Baumstämmen? Das war nicht hier hinten. Oder? Nee, da war das Labyrinth. Ja, Sumpf und ich verirre mich hier so sehr. Es ist kompliziert. Da sind normale Baumstämme. Der hat auch wieder eine Hose auf dem Kopf. Moment, wenn wir hier unten durchtauchen, da hinten hat es doch bestimmt was. Ja, dann platzen wir halt. Mir egal. Hallo. Ja, da war diese komische Fabrik. Und da waren auch die Baumstämme. Haha. Oh je. Sinken die echt ganz runter? Nee. Da hinten hat's noch was. Und ganz viele Federn. Na klasse. Das wird voll lustig. Was gibt's denn hier hinten? Es ist irgendein Versteck und ein Ghostwriter. Hallo. Der einfachste von denen, den man einfach nur aufsammeln muss. So. Wir hätten gerne... nein, Baumstamm! Die Feder. So. Baumstamm. Baumstamm. Oh, wow. So. Dann den hier. Moment. Den hier. Und den hier. Dann fehlt noch... voll dämlich von mir. Au! Ach, cool, wie das mit der Physik gemacht ist. Also die Enten... Die beiden Enten vom Baumstamm versinken tatsächlich unter Wasser. Aber in der Mitte nicht. Da reicht es nicht ganz. So schwer sind wir dann auch nicht. Cool. So. Und da hinten sehe ich schon Videospiele. Stimmt, die müssen wir ja auch noch in der Welt machen. Und ein Block, den... Au. Aua. Komischer Typ mit Mütze. Gras kann man nicht niedermähen, oder? Nee, es ist kein Zelda. Nein. Ach verdammt, ich wollte euch Augen noch klatschen. Wo ist denn das Auge hin? Ist es auch kaputt? Hm. Da haben wir den dritten Einkaufswagen. Sind es Donuts? Hallöchen, alles in Ordnung? Hier müffelt es ein wenig. Mein Name ist Jolly, ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Da bist du noch nicht arbeitslos? Tja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist, während ich Urlaub im Capital Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Aber es hat bestimmt ein Zeitlimit. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Ihr könnt mir mit dem... Könnt ihr mir halt mit den Schaltern helfen? Wir müssen mit dem Anfang, der hier neben mir ist. Wir helfen dir, Jolly. Super Sache, ich habe dieses Stück Papier, das ich aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Super. Da klebt auch noch anderes Zeug dran. Könnt ihr behalten? Danke. Oh, das arme Peachy. So. Ah. Okay. Okay, Zeitlimit? Ja, nein. Es passieren Sachen. Kein Zeitlimit. In Ordnung.
So, nein, die Augen. Ah. Und im Sumpf versunken. da waren wir da oben schon? Machen wir. Holen wir uns das super leckere Stückchen Peachy. Da haben wir einen Schalter. Jetzt haben wir ein Zeitlimit. Au! Okay. Schneller! Schneller! Und. Ah, die schießen auf uns. So, und auch du einmal. Und. Da hinten ist die komische Verwandlungsfrau. Professor Dr. Fuss oder so. Oh, das Wasser wird tatsächlich klar. Das Wasser ist wieder sauber. Tausend Dank, Claudia. Wir versprechen das Stück Papier aus dem Abflussrohr. Danke, dass du es nochmal betonst. Sollt ihr vielleicht mit Handschuhen anfassen. Yeah! Die fliegen ja immer noch weiter. Peachy, komm zu uns. Yeah! Und wir können unter Wasser und da hat's auch noch Sachen. Yay. Federn gibt's dorthin. Da ist das Molekül. Molekül, wie kommen wir denn da nicht ran? Von oben? Moment. Müssen wir hier die Pilze kaputt machen? Und. Tatsächlich, die Pilze haben das Ganze unter Wasser gehalten. Warum auch immer. Voll unlogisch. So, Molekül. Komm mal her. Und. Schön. Dann können wir uns verwandeln. In wahrscheinlich wieder voll die produktive und sinnvolle Verwandlung. Feder. Feder. Mann. Moment, da hinten habe ich irgendwas Dings gehört. Da hat's Knochen. Die ersten Feder. Zwei Rohre, in die wir rein können. Gut, gehen wir erstmal in das. Wir kommen raus in der Sumpfstation. Blub. Warte. Und. So, jetzt sind sie verwundbar. Au, was? Die machen auch noch eine Explosion. Mies. Sehr mies. Können wir. Oh, können wir dich wegschreien? Nee. Aber euch können wir. Euch. Können wir. Au. Euch können. Ich hab's gar nicht drauf, gell? So. Homing. Bleib weg. So. Dann stirb. So, bumm. Keine Schmetterlinge. Hä? Wir waren doch gerade an dem. Ach, egal. Dort unten haben wir Wasser. Da können wir wieder tauchen. Und das Glas geht echt nicht kaputt. Okay, dann tauchen wir. Da ist ein Ghost Rider. Und zwar so einer. Cool. Und ein Peachy. So. Da oben hat es eine Plattform. Okay. Moment. Wir haben doch aus der Casino-Welt was mitgenommen. Und. Bam! Aha! Also hier wären wir eigentlich nicht weitergekommen. Aber. Wir waren ja schon unserer Zeit vor. Hä? Roter Boden. Ah, okay, wir müssen uns aufladen. Alles klar. Alles klar. Und. So, Start.
Nein, nein, Moment, Moment, Moment. Ich war noch nicht bereit, ich war noch nicht bereit. So, hier drauf. Ready. Los! Und durch. Alles klar. Gegner. Ja, genau. Geh du mal da runter und du gehst auch mal da runter, du komische Hosenfuzzi. Und du auch. Oder stirbst direkt. Das ist auch okay. Moment, gibt's mir auch noch ein Dings? Okay, also der Schalter wäre nochmal für den Rückweg. Nein! Moment. Ich soll treffen. So. Los! Ich war zu langsam, oder? Nochmal für mich. Und. So. Und. Go! Zack, zack. Und jetzt reicht's. Oh, was? Ach, das ist Sumpf. Ah, ich Idiot. Oh nein, hier ist Sumpf. Och nö. Oh toll, wird das lustig. Okay, das ist ein normaler Schalter. Nein, wir haben eine Feder vergessen. Okay, nochmal langsam zurück. So. Ja, wobei das mit den Baumstämmen ist eigentlich gar kein Problem. Die drehen sich ja nicht oder so. Sondern... sind halt einfach nur Baumstämme. Das war voll dämlich. Ja, das reicht nicht. Das war ein Fehlstart. Nochmal. Oder auch nicht. So. Okay. Drauf. Start. Und... 1, 2, 3. Jetzt reicht's. Aber keine Federn. Okay, wir probieren es sofort auf dem ersten Versuch. Und go! Au, voll daneben, voll reingecrashed. Okay, töten euch alle. Gebt uns Schmetterlinge in den Bauch. Okay, nochmal. So. Schön drauf gestanden. Ich vergesse mal die linke Maustaste noch zu drücken. Für den extra... Warte, es hat sogar gereicht. Nein! Können wir euch die Teile nicht irgendwie wegschießen oder so? Okay, normal. Also ich muss sofort... Ja, okay. Ich glaube, wir haben sogar die Pflanzen eigentlich berührt, aber... So, gibt's hier was unter Wasser? Gegner. Oh nein. Jetzt wird's hässlich. Jetzt wird's sehr hässlich. Aber da ist auch Spagy. Und, ah, die Kamera. Was? Die Kamera will... Okay, es wird doch nicht hässlich. Ja, locker. Hui. Und zurück. So, dann haben wir aber noch ein zweites Rohr. Einmal kurz Spielstand anschauen. Das interessiert mich. Wir sind mittlerweile im Trauerlabyrinth-Sumpf. 9 Seiten. Eine Münze, aber die ist ja auch irgendwo in der Gegend. Und ansonsten nur Federn, weil die Ghostwriter haben wir alle. Okay, eine Münze, die kriegen wir eh. Hilfe, ich werde hier unten von Dornen zerpiekst. Was, hier ist eins? Ach, da ist eins. Ja, nicht mein Problem. Nee, keine Ahnung, was ich da machen soll. Gegen Dornen. Muffiger Korridor. Da geht's weiter im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.